Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 14 Wager Matches und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit einem absoluten Kracher mal wieder und zwar geht's um Sergio Ramos Man of the Match, den Mann, ja, den wir gezogen haben, wo ich richtig abgegangen bin, glücklich war ohne Ende, zuvor ja Mertesacker Team of the Season, dann noch einen gediegenen Ramos Man of the Match, also das war überragend, von dem her wird's heute um ihn gehen, der Gegner, nämlich der Jason von Purifying Gaming, der wird auch diesen Mann bieten, also es geht um eine richtig krasse Geldsumme da, gestern habe ich noch geguckt, da ging er so für 400.000, 500.000, also da könnt ihr euch ausrechnen, was da heute auf dem Spiel steht. Ich bin richtig geil, ihr seht, bisschen andere Facecam-Position, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, will das einfach mal ausprobieren, könnt ihr mal schreiben, wie euch das so gefällt, jetzt alleine vom Bild, ich weiß nicht, wo ich es da hinhaue, in welche Ecke, aber ist ja auch halb so wild. Ich will euch nämlich noch schnell ganz kurz was erzählen, und zwar diejenigen, die mich auf Facebook verfolgen, die haben es gesehen, ich habe einfach mal in der Web-App gestern Abend, denke ich mir, Mensch, machst den Pack auf, ne, guckst du rein, zack, Sterling drin, Team of the Season, überragend geil, also den haben wir gezogen, wird kein Video zu geben, weil es wie gesagt ein relativ spontanes Pack-Opening von mir war, ich habe mir einfach aus Langeweile gedacht, ich mache eins auf und dann war die Pace-Hure drin. Freunde, richtig geil, noch dazu, ich weiß, ich habe momentan unglaubliches Pack-Luck, ich weiß nicht warum, heute in der Arbeit, Pause gehabt, mir gedacht, Mensch, wieder Langeweile, machst den Pack auf und dann war er hier drin, Andoni, Iraola, Sagarna, ein Inform, gut, der ist jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel wert, Abstoßpreis, aber packe ich jetzt hier mal mit rein, denn ihr seht, ich habe auch ein neues Team gemacht, soweit müssen wir das einfach jetzt mal so hinnehmen, denn ich, Vollidiot, habe einfach mal mein altes Team, wo ich immer die Wager-Matches gespielt habe, das Premier League-Team, verkauft, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich nicht mehr, dabei brauche ich es ja unbedingt eigentlich für die Wager-Matches, aber gut, habe ich verkauft, von dem her musste ich das jetzt relativ schnell neu zusammenbauen, ich hoffe, das passt, das war jetzt so eine Sache, innerhalb von einer Viertelstunde habe ich mir jetzt einfach das Team zusammengebaut, also es ist sicherlich hier und da vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich denke, für den Anfang passt. Jetzt müssen wir nur noch mal ganz schnell hier dem Herrn Iniesta ein ZM zu ZOM geben, hier ist es, ab der Fisch. Und ihr seht auch, die haben noch alle keine richtigen Chemistry-Styles und hier und da. Aber ich hoffe, es reicht für den Jason. An der Stelle auch nochmal Jason von Purifying Gaming. Guckt unten vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Sein Kanal. Checkt ihn aus. Abonniert ihn, wenn es euch gefällt und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und von dem her würde ich sagen, das war's jetzt. Die Truppe, die steht soweit. Von der Fitness sind auch alle. Nee, sind nicht alle fit. Da muss ich noch hier was geben. Wir haben auch, ihr habt es links gesehen, Jesse Rodriguez wieder mit dabei. Der Mann, den wir beim FC Arsenal geliebt haben im Karrieremodus. Also heute auch das erste Mal als Spieler. Eine Ultimate-Team-Truppe von mir dabei. Wir gehen rein. Spiel gegen Freunde Online, es geht wieder los. Ich bin so heiß. Hier ist er, Purifying Gaming. Ich bin gespannt, was er für eine Truppe hat. Er hat auf jeden Fall Ramos Man of the Match. Ich weiß gar nicht, ob er ihn mit in der Standard- oder in der Startaufstellung hat. Müssen wir mal abwarten. Jetzt passt mal auf, ich muss mal das Mikro hier noch so ein bisschen, glaube ich, ranschieben. So, denn ich rede gerade so ein bisschen ja am Mikro vorbei mit der Facecam und so weiter und so fort, dass das passt. So, Only the Best heißt das Team. Mal gucken, was er so drauf hat. Wir spielen im Club-Trikot, eher im Stoke City-Dress. Und jetzt bin ich gespannt. Der M-Boss oder was auch immer. Jackson Martinez, Team of the Season. Ibabo, Guarin müsste das sein. Pogba als Inform. Chiellini hinten drin. Benatia ist das der? Ich weiß es nicht. Cuadrado. El Shaarawy hat dann noch im Tor. Handanovic. Rechts war das Abate. Ich habe jetzt gar nicht mehr hingeguckt. Rechts und links Verteidiger. Da bin ich jetzt nicht mehr zum Blicken hinzugekommen. Gehen wir rein. Badeschlappen-LP versus Only the Best. Zweimal Sergio Ramos, Man of the Match, stehen auf dem Spiel, während Iniesta hier blöd reinguckt. Aber gut, Manni Breukmann und Frank Buschmann kommentieren nicht, sondern ich. Gehen wir's an. Ich nehme später noch ein weiteres Wager-Match auf, sprich, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich verrate aber noch nicht, um wen es geht und so weiter und so fort. Von dem her, genießt jetzt einfach und ich hoffe, dass wir das wirklich zusammen genießen können gegen den Jason von Purifying Gaming. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass wir, nachdem wir ja neulich verloren haben, das letzte Wager-Match, dass wir heute wieder mal gewinnen. Davor allerdings waren wir auch wirklich richtig gut drauf. Also wir haben zwar das eine verloren, aber alle anderen, glaube ich, davor wiederum gewonnen. Also von dem her können wir da stark zufrieden sein. Benzema kommt nicht ganz hin. Benatia. Oder ich weiß es nicht. Irgend so wird das schon ausgesprochen werden. So, gibt hier erstmal den Einwurf. Ich bin gerade am Überlegen. Ist natürlich jetzt relativ blöd. Es steht so dermaßen viel auf dem Spiel. Und ich trete hier mit einer neuen Mannschaft an. Aber ich muss so ein bisschen notgedrungen machen. Weil ich, wie gesagt, mein altes Team blöderweise verkauft habe. Jetzt läuft Benzema. Karim Benzema kommt nicht hin, zurückgeköpft zum Keeper. Handanovic im Tor ist auch ein richtig guter, was man so hört. Ich habe ihn noch nie gespielt im 14er. Aber scheint ein richtig starker Mann zu sein. Aufgepasst, konstant in die Mitte gelegt. Ibabo. Oh fuck, der war richtig gut gespielt. Und jetzt wieder konstant. Pepe.
Uiuiui. Uiuiui. Ihr könnt doch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Team so findet. Was ihr so dazu sagt, wo man das vielleicht noch verbessern könnte. Und so weiter und so fort. Jetzt Hesse. Wunderbarer Ball nach unten auf Pedro, der Mann vom FC Barcelona. Pedro gegen Konstant. Das war ein Foul für uns. Oh, für uns pfeift da. Ich hätte jetzt gar nichts gepfiffen, aber gut. Gibt die erste Chance. 32 Meter Entfernung. Die Flanke ist gut. Ramos kommt nicht hin. Schade. Sergio Ramos, Man of the Match. Wenn der natürlich die Bude macht, dann ist hier aber mal richtig was angesagt. Ibarbo aufgepasst. Gutes, langes Ding auf El Shaarawy. Ja, kein Elfmeter. Nein! Und er gibt ihn! Und er gibt ihn! Bitte nicht noch rot. Es war der letzte Mann, aber bitte nicht. Das wäre jetzt richtig bitter. Aber keine Karte gibt's. Das ist schon mal das Gute. Ja, ist schon faul, ne? Ist schon faul. Jason, bist du aufgeregt? Bist du nervös? Ich hoff's. Hau ihn nicht rein. Ibarbo versus Victor Valdez. Der Mann, der dann noch ein bisschen billiger ist als Casillas. Und an die Latte und... Und weg. Und weg. Und kein Abseits und jetzt ist er drin. Nein! El Shaarawy, 15. Minute. Der verschießt erst den Elfmeter. Und dann macht er ihn doch rein. Aber war auch schon wieder eine ganz blöde Situation. Da kriege ich mit Pepe den Ball nicht weg. Und dann macht er das natürlich ganz, ganz stark mit El Shaarawy. Ach, Manno. Gut auf Iniesta. Jawohl, spielt ihn noch. Oh, jetzt läuft Iniesta nicht, oder? Oh, fast kriegt er da noch den Fuß dazwischen. Aber ihr merkt, ich bin noch gar nicht richtig drin in der Partie. Er auch nicht. Also wir hatten beide relativ bis gar keine Möglichkeiten. Und der wäre jetzt brutal gewesen. Gar keine Möglichkeiten. Also ein relativ lasches Spiel. Aber man muss auch ganz, ganz klar dazu sagen, wenn man sieht, was da auf dem Spiel steht, dann war das fast schon so ein bisschen zu erwarten, dass wir da nicht Hurra-Fußball nach vorne zelebrieren und spielen werden, sondern dass man da erstmal versucht, hinten sicher zu stehen, was uns natürlich jetzt nicht gelungen ist. Er hat die Möglichkeit, jetzt mal kräftig zu kontern, denn irgendwann im Laufe des Spiels werden wir wohl aufmachen müssen. Nächste gute Flanke, haben wir gut geklärt. So, gut rübergelegt. Diego Costa, es ist die... Ah, oh, der war schlecht, oder? Kommt der noch? Nein. Das ist noch gar nichts, was ich zeige. Das ist noch gar nichts. Ich gehe jetzt mal auf Offensiver. Ich probiere es jetzt mal, Freunde. Hilft alles nichts. Weil so finde ich überhaupt gar nicht ins Spiel gerade rein. Wir hatten ja noch nicht mal eine richtig gute Möglichkeit. Ibarbo. War jetzt aber kein Elfer. Keeper, komm. Alter. Buh. Wäre das bitter gewesen. Und der Ball war extrem schlecht. Ich habe ganz leicht gedrückt. Ich denke, ihr habt es gesehen, den muss er nur in die Mitte prallen lassen. Der Schuss dann sah ein bisschen gefährlicher aus, als er letztendlich war, von El Shaarawy. 25 Minütchen rum. So, hoher Druck. Ja, ich hätte echt nicht das erste Spiel gleich als Wager machen sollen mit dem Team. Aber wie gesagt, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich gar kein Team habe. Und jetzt ihm absagen, dem Jason, ist ja auch blöd. Von dem her müssen wir da jetzt durch. Ibarbo, Sergio Ramos, Man of the Match, kommt da nicht so richtig dolle hinterher. Und weil der holt ihn raus. Also er könnte hier 2-0 führen. Es ist nicht gut, was ich hier spiele. Es ist noch gar nichts. Noch absolut gar nichts. Wir müssen mehr reinkommen. Sonst steht es hier gleich 2-0. Mann. Gib den Abstoß. Den kloppe ich wieder hoch und weit nach vorne. Unglaublich. So, komm. Jawohl. Erstmal verlängert, aber da steht keiner. Und jetzt müssen wir ihn haben. Jawohl. Und jetzt müssen wir hier mal Fußball vom aller... Oh, wo spielt der den denn hin, zeigen? Vom Allerfeinsten. Zurück zum Keeper. Handanovic macht leider nicht den Fehler. Der Ball ist natürlich auch noch jetzt perfekt auf Ibarbo. Ibarbo! Und Valdez holt ihn wieder raus. Mann, was ist denn los hier? Was ist denn los? Es geht gar nichts. 32. Minute. Nächste Ecke. Wieder gut. Kein Problem für Victor Valdez. So, ich probiere es jetzt mal schnell. 33. Jetzt müssen wir ja mal was probieren, aber es geht einfach nix. Jetzt ein gutes Ding auf Hesse. Rodriguez, komm, jetzt zeig, was in dir steckt. Hesse, gutes Ding auf Iniesta. Ja, und er macht ihn rein. Oh, wie unverdient ist das denn, Freunde? Wie unverdient ist das denn? Andres Iniesta, 35. Minute, 1-1. Ey, Jason, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich freue mich. Aber es ist unverdient hoch 10. Guckt euch das an. Iniesta macht das natürlich überragend. Das ist, glaube ich, der allererste Schuss gewesen. Der allererste. Das ist somit eine der ganz, ganz wenigen Male, wo wir überhaupt mal in der gegnerischen Hälfte waren. Und der Ball geht gleich mal rein. Na dann, gute Nacht. Und vielleicht sind wir jetzt so ein bisschen aufgewacht. Wieso kriege ich da Iniesta nicht gesteuert? Dann gibt's hier die zweite richtig gute Möglichkeit. Benzema! Oh! Dachte mir, das probiere ich jetzt mal. Hätte ihn zwar auch annehmen können, wäre wahrscheinlich sogar gefährlicher geworden. Aber gut.
Und er schwimmt gerade so ein bisschen. Und er schwimmt. Und das ist die Chance nicht für Hesse. Und Diego Costa, Freunde. Diego Costa, 39. Schlappi dreht auf und dreht das Spiel vor allem. Das ist ja unglaublich. Also das ist ja wieder typisch. Und das ist unverdient durch 10, wie gesagt. Er hätte hier locker schon 2-3-0 sogar führen können, wenn er wirklich absolut effizient wäre. 2-0 aber wäre locker drin gewesen. Von dem her drehe ich jetzt da auf. Dreh das Spiel. Mein lieber Herr Gesangsverein. Freunde, Freunde, Freunde. Also, wenn der jetzt da draus flippt, der Jason, dann kann ich ihn sehr, sehr gut verstehen. Ibabo. Nein. Oh, der war wichtig. Aber das gibt jetzt rot, oder? Das gibt gelb. Freunde, wie ein Glück. Pepe. Und ich hoffe, dass der Jason keine Freistöße schießen kann. Purifying Gaming. Kannst du das, Guariten? War nicht schlecht, aber Victor Valdez holt ihn raus. Boah, können wir dieses 2-1 jetzt irgendwie in die Halbzeit retten? 42. Minute. Victor Valdez holt ihn raus. So, Pepe, guter Pass nach oben auf Jesse Rodriguez. Jetzt muss er ihn mal spielen, das macht er gut. Der Ball war allerdings schlecht. Ibabo gegen Diego Costa. Überragend von Diego Costa. Und das sieht jetzt mal nach bisschen mehr Fußball aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus, aber wieder nicht gefährlich genug. Aufgepasst. Ja. 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 Boah, wäre das ein Ding geworden. Also Solar, jetzt hat er mich, dadurch, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen, ja gut, der war hinten eigentlich nicht schlecht, ne? Aber er hat irgendwie dieses blöde Gegentor jetzt zugelassen. Und dadurch bin ich jetzt aber mal sowas von in der Partie. Das ist unfassbar. Guter Ball auf Ben C. Ma! Handanovic holt ihn raus. Leck mich am Zückerli, Freunde. Boah, das wäre so geil gewesen. So, jetzt hat Iniesta. Iniesta. Diego. Costa kommt nicht ran. Xabi Alonso. Und jetzt ist Feierabend. Also, 2-1 nach 45 Minuten hier für mich. Only the best liegt hinten. The Purifying Game liegt hinten. Und ihr seht, das ist nicht verdient. Das ist nicht verdient. 10 Schüsse, 6 aufs Tor. Wir mit 5 und 4 davon, die wir letztendlich auf die Bude gebracht haben. Also, er müsste hier eigentlich echt führen. Er müsste sogar, ich würde mal sagen, so ein 3-1 wäre hier so der Spielstand, der wahrscheinlich den Schüssen und den Statistiken entsprechen würde. Aber es steht 2-1 für uns. Abate, 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 nein, ja. Sergio Ramos, Team, Man of the Match, holt ihn raus. Benzema, erstmal verlängert, gibt den Einwurf. 47 Minütchen sind gespielt. Ich bin am Überlegen, aber ich werde nicht wechseln. Ob ich da noch einen, ne, ihr wisst Bescheid, einen Sterling und Co., was ich da noch als Team of the Season habe, ob ich die mal bringen soll. Sterling habe ich noch gar nicht selbst gespielt. Abate legt ihn nicht zum Keeper zurück. Abate schlägt ihn lieber hoch und weit nach vorne. Und der Ball ist gar nicht schlecht. Und der ist überhaupt nicht schlecht. Und ich hole den Keeper raus und das war schlecht. Gott sei Dank geht der vorbei, Freunde. Ich habe den komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, dass der so ein bisschen mehr Drall zu uns hat. Glück gehabt an der Stelle. So, Iniesta gewinnt ein Kopfballduell. Das gibt's auch nicht oft. Und Diego Costa wäre jetzt durch. Diego Costa ist auch durch. Und nein, er ist. Ist er jetzt durch? Nein. Jetzt war das ein Foul? Das war keins, oder, Freunde? War das ein Foul? Ich weiß es nicht. Ich würde es eher verneinen. Diego Costa. Ball geht ins Aus. Gibt den Einwurf. Glück gehabt. Es ist noch ein bisschen zu spielen. 60. knapp. Mal gucken, ob wir das soweit hinkriegen. Iraola, schlecht gemacht. Einwurf nicht gut genug. Ibabo. Oh shit, 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 oh shit. Boah, Xabi Alonso ist da. Iraola. Jawohl. Ja. 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 Benzema. Ja. Presse. Presse. Oh, will ihn da durchstecken. Da sollte er eigentlich oder kann er nicht hin. Aber Jesse hat ihn nochmal überragend. Iniesta. Und der ist außen. Gibt die Ecke. Freunde, boah, bin ich geil drauf. Hoffentlich gewinne ich das Ding hier. Die ist gut, die ist gut. Pepe, Pepe, Pepe. Handanovic hat ihn letztendlich und holt den Ball raus. Und der Einwurf war sehr optimistisch. Da steht keiner. Gibt wiederum jetzt die Chance für uns. Iraola, Iraola. Gut gespielt. Ja, wunderbar. Iraola in der Mitte ist Karim Benzema, kommt leider nicht hin. Und jetzt kriegt er die Konterchance. Sergio Ramos, wunderbar gespielt. Oh, die Grätsche geht ins Leere. Und jetzt haben wir
hier wieder den Salat. Boah, ey, Jesse Rodriguez hat ja hohe Arbeitsrate. Ich glaube schon, oder? So wie der da hinten rumturnt. Das ist ja unfassbar. Gutes Tackling, Coentrao. So, ich gehe mal auf Defensiv. Ich war sogar noch auf Offensiv gestanden. Das ist, glaube ich, nicht die Taktik, die wir gerade brauchen. Oh, der Pass war auch da nicht unbedingt hingedacht, aber wir haben hier einen guten Kampfgeist. Cuadrado nach vorne gelegt. Jackson, nee, das ist Ibabo. Nicht Jackson Martinez, den hat er ja auch noch. Und er ist in der Mitte und er ist kopfballgefährlich. Da sollten wir aufpassen. Aber wir haben ja einen Sergio Ramos, Man of the Match. Da kann uns nicht viel passieren. So, Costa, gutes Ding. Jetzt mach ihn. 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 Costa, Costa. Und das gibt den, es gibt, glaube ich, den Elfmeter. Und er kriegt jetzt rot, passt auf. Chiellini, Giorgio Chiellini. Nein, er kriegt auch nur gelb. Also so ein bisschen, das muss er auch mit gelb ahnden, wenn er unseren Elfer auch nur mit gelb ahndet. So, Freunde, ich glaube, das ist jetzt die Entscheidung. Also der muss jetzt rein, dann haben wir's. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Und wir haben's. 70. Minute, 3:1. So, wieder schön hinhocken. Alles ganz ruhig und alles ganz schön. Und es sieht ganz gut aus, dass wir hier Sergio Ramos, Man of the Match Nummer 2 sozusagen gewinnen. Einen haben wir ja schon, der spielt heute mit. Beim Gegner nicht. Und von dem her wäre das natürlich überragend, wenn wir den holen. Der ist einiges wert. Und diese Kohle könnten wir natürlich wiederum in Packs investieren. Das wäre überragend. Cuadrado, Cuadrado. Nein, nein, nein. Von wegen aus vorbei, Schlussende. 72. Minute, Victor Ibabo, der Mann, der alles kann. Er macht die Bude rein. Eieiei, das hätte jetzt vor allem so schnell nicht unbedingt sein müssen. Aber da kannst du nichts tun. Iniesta. Gut nach unten gelegt. Jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt geht er, jetzt geht er. Und jetzt, Costa, Mann, er legt ihn sich zu weit vor. Unglaublich. Kopfball. Ja. Ja, Iniesta. Nein, 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 wieder zu weit vorgelegt. Grätsche war gut. Das war überragend gespielt. Freunde, war das geil. Iniesta, es ist die 76. Steht wieder 4:2. Wieder der 2-Tore-Vorsprung, der alte Vorsprung. Hergestellt, überragend, zick, zack, bum, bang, tiki-taka vom Allerfeinsten, keine Chance für den Gegner, da kann er echt nichts machen, außer vorher den Ball nicht verlieren, aber sonst keine Abwehrmöglichkeit. Jetzt hat aufgepasst, haben wir, oder haben wir den, Freunde, den haben wir, Sergio Ramos, ein absolut genialer Spieler, gut, gut, Benzema, Grätsche geht ins Leere, die auch, wir müssen aufpassen, es ist die 77. Solche Spiele können manchmal noch ein bisschen knifflig werden, möchte ich nicht. Ich denke auch nicht, wenn ihr zu mir haltet. Wenn ihr Purifying Games Liebhaber seid, dann wahrscheinlich schon. Aber ich hoffe es jetzt einfach mal nicht, dass hier noch was passiert. Das ist super gespielt. Allerdings sind wir da zu langsam. Benzema, jetzt was abseits. Scheiße. Eieiei. Andres Iniesta hätte da die Riesenmöglichkeit gehabt. 80. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ding hier schon durch ist. Ich glaub's noch nicht. Ich glaub's noch nicht. Er hatte so viele Chancen. Denn wenn jetzt einfach mal eine reinmacht, dann geht da vielleicht noch mal ein bisschen was. Pogba, aufgepasst. Ich will's nicht. Nein. Nein, nein, nein. Hätte ich nichts gesagt. Aber noch ist alles gut. Schönes Ding auf Benzema. Muss er eigentlich einen Freistoß pfeifen, Freunde. Vorteil gibt's da leider noch nicht so richtig. Guter Ball wieder auf Benzema. Kommt wieder nicht an. Chiellini dazwischen. El Shaarawy nach oben gelegt. Da ist Paul Pogba in Form. Kommt durch. Nein, der hat einen guten Schuss. Der hat einen guten Schuss. Schießt zum Glück nicht. Und Iraola macht das erst wunderbar. Oh, spielt jetzt den scheiß Ball weg, Freunde. Perfekt rausgespielt. Überragendes Ding. Auf Karim Benzema. Der Weg ist frei zur Entscheidung. Er macht die nicht. Er macht die nicht. 85. 86. sogar. Es wäre die Entscheidung gewesen. So, aufgepasst. Langer weiter Ball. Xabi Alonso kommt nicht hin. Den haben wir. Gut gespielt. Jesse, jetzt ziehe ich ab. Jesse, Jesse, schade. Weiß gar nicht, was der für Longshot-Werte hat. Kann man aber mal probieren. So, aufgepasst. Ah, ah, Victor, nein, Jackson. Mach ihn doch nicht so. Nein, nein. Oh. Geklärt. Alter, was eine Action. Aber es sollte jetzt eigentlich gelaufen sein. Aber 4 Minuten. Da dürfen wir jetzt nichts mehr riskieren. Jawohl. Jetzt muss er da natürlich ein bisschen aufmachen. Und das würde eigentlich die Chance für uns ergeben. Jetzt Jesse, jawohl, gutes Ding nochmal auf Iniesta. Ball kommt nicht durch, Ball geht ins Aus. Aber Freunde, pfeift ab. Ich habe keinen Ton gerade, ich habe keinen Ton. Ich weiß nicht, wann hier Schluss ist. Aber jetzt dürfte es soweit sein. Komm schon.
Ja. Ja. Coentrão. Guter Ball. Ah, schlechter Ball. Haben wir nochmal. Und jetzt ist Feierabend. Und jetzt ist es aus. Und jetzt ist es amtlich. Wir gewinnen. Sergio Ramos, Man of the Match, haben damit zwei davon. Iniesta, Alonso, Costa und nochmal Iniesta mit den Toren. Ibabo und El Shaarawy bei hier Jason für Purifying Gaming unterwegs. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Guckt mal vorbei. Waren richtig geile Spiele. Hätte sich's echt verdient gehabt, so rum. Naja, wobei jetzt sind wir sogar besser, ne? Insgesamt sind wir sogar etwas besser, aber eigentlich. Ja, wenn er gleich am Anfang das zweite macht, glaube ich, könnte das ganz, ganz bitter für uns ausgehen. Müssen wir letztendlich so sagen, müssen wir einsehen. Trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Das ist das Schöne, das Gute, das Wunderbare. Und von dem her würde ich sagen, war es das jetzt schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann am besten ein Abo, dann verpasst keine Folge. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, ich schneide jetzt wie immer am Ende hier irgendwo, vielleicht seht ihr es mittlerweile schon im Bild rein, wie ich den guten Herrn Ramos, upsala, da stößt es mich gleich auf. So geil bin ich auf den. Ramos Man of the Match Nummer 2 krieg. Überragend. Wir können mal ganz schnell, komm Freunde, das machen wir jetzt so schnell, weil ich gerade so gut drauf bin. Guck mal doch mal nach, für was jetzt seit hier gerade, halt, da ist noch Seda, da habe ich noch Jesse Rodriguez gerade gekauft, also das war alles eine Harakiri-Aktion jetzt gerade. Was wollte ich machen? Ramos wollte ich schauen, was der gute Mann jetzt mittlerweile wert ist. Es ist ja, das Gute ist, dass der nur 24 Stunden lang gezogen werden konnte, sprich, den wird es nicht mehr so häufig geben. 475.000, das ist ein ordentlicher Preis. 450, ja. Mich gerne an. Komm, noch einer ein bisschen höher. 599. Ja, natürlich. Na, freilich. So muss das. 455. Also 450.000 in dem Dreh. Ist so der Wert. Überragend geil. Und ich würde sagen, wie gesagt, ich schneide es euch ran. Vielleicht ist es auch schon reingeschnitten irgendwo. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Wager-Match. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!